Okay, du lässt den Kristallstein so vor der Nase wegschnappen. Wie kannst du es wagen, ohne den Stein zurückzukehren? Was war das für eine Sprache? Ich, also, die waren echt witzig drauf, Mann, aber vielleicht habe ich etwas zu viel rumgespielt. Lass dich, Schätze Kalua, sag schon, wer hat ihn mitgenommen? Es war so ein kleiner roter Roboter, der Name des Jägers war. Ach ja, richtig, Red. Ich glaube, der kleine Filinko sagte, er heiße Red. Ich glaube, ich weiß, wen er meint. Tatsächlich, dann überlasse ich den Rest hier. Ich werde mich in meinen Gedankenmärchen ausruhen. Bonne chance. Die reden echt Französisch, verstanden, Guildmeister. Gren, kannst du ihn ausfindig machen? D'accord. Keine Angst, wir von der Spezialeinheit werden das verlorene Objekt wieder beschaffen. Bonne chance. Gut, bestellen den Direktorin, Lady Opera. Schöne Grüße von mir. Jawohl, wir werden uns sofort auf den Weg machen. Bis dann, ey. So, Red und Dahak. In Begleitung eines Paladins. Zufall? Wohl kaum. Somit ist dieses Kapitel auch zu Ende. Fortsetzung folgt. So. Jetzt haben wir also den Kristallstein. Und nun? Können wir diese Laris-Ding nicht einfach versiegeln und gut ist? Diese Versiegelungszeremonie wird das Opferritual genannt. Aber ich kann es nicht sofort vollziehen. Das Tor zum Heiligen Land, wo es vollzogen werden muss, ist gut versteckt. Nach jeder Benutzung ändert sich sein Standort. Es scheint nur, wenn die Zeit reif ist. Na gut, dann mache ich ein paar Quests, bis dieses Tor auftaucht. Eigentlich möchte ich die Osmedios gerne frisieren. Sollten wir Diamondo auf den Davrin-Inseln besuchen? Ach, jetzt kommt das da. Neue Quest. Warte mal, erstmal 1 und 2. Ja, komm. Soll ich erst. Ach, ich mache erst das hier. Und was ist so jetzt zu sagen? Hier sind die Nordduller, an denen du Zeit finden kannst. Das habe ich schon. Tag des Fans. Als Dankeschön an deine treuen Fans, die selbst in harten Zeiten zu dir standen, gibst du Quelltipps. Duelltipps an die besonderen Fans, die auch wieder. Ja, okay. Spezielle Duelltraining für einen Fan? Meinen Sie etwa einen Fan von mir? Ja, natürlich. Sie heißt Toffee. Toffifee. Sie hat einen regelrechten Narren an dir gefressen, Red. Sie meinte, sie würde gerne noch mehr von deinen brillanten Duellen sehen. Im Ernst? Je, dann werde ich hier ganz rot. Nicht doch, du bist eben der neue Stern am Himmel, von dem sich alle viele versprechen. Und der neue große Publikumsliebling, der mir noch mehr Kunden bringen wird. Geht's Ihnen gut? Ist Ihnen was auf die Nase, Magen geschlagen oder so? Nein, alles okay. Worum geht's denn bei diesem Training? Es ist kein großes Ding, kämpft bei den Duellen so, wie es deinen Fans glücklich macht. Das ist das perfekte Training, um zu lernen, wie man sich duelliert. Nichts leichteres als das. Gut, dann bereite ich mich mal vor. Och, jetzt kommt diese Kacke, ich weiß es wieder. Wahnsinn, 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 Wahnsinn. Das ist Red, der einzige wahre Red. Hä? Das ist mein Groupie. Ich glaube es nicht. Du bist wirklich Wahnsinn. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Hey, wer bist du überhaupt? Wie bist du hier reingekommen? Aber Red, alle Kämpfer müssen ihre Fans mit Respekt behandeln. Das ist mein Fan. Hey, ich bin Toffee. Ich freue mich schon sehr so, dich kennenzulernen. Ich war hin und weg, als ich dich zum ersten Mal kämpfen sah. Seitdem träume ich von dir. Okay. Ich bin auch eine Jägerin, aber ich bin so schwach. Da vermassle ich immer alles. Deswegen möchte ich lernen, so zu kämpfen wie du. Alles klar, dann werde ich dich für die Super Show hinlegen. Pass gut auf. Mach ich, werde dich anfeuern und gleichzeitig von dir was lernen. Die erste Runde beginnt in Kürze. Bitte komm zum Empfang, wenn du bereit bist. Sie warten anscheinend nur noch auf mich. Es ist soweit. Ich bin so ganz nervös. Du auch, Red? Du auch? Nervös ich? Von wegen so einer Kleinigkeit mache ich mir doch keinen Schweiß. Boah, du bist so cool und so ruhig. Aber sicher, also ich muss mich auf die Arbeit machen. Ich werde dich aus dem vollen Herz anfeuern.
die träumt von mir. Kann man irgendwie kann man auch anders interpretieren. Feuchte Träume von Red. Warum nicht? Ich werde sie von Polygon aus, also ja. Jetzt wird sie uns bestimmte Bedingungen geben, wie wir diese Gegner besiegen sollen. Meine Damen und Herren, hier ist endlich der Kampf, auf den Sie alle gewartet haben. Der spezielle Schaukampf, die Belohnung für alle unsere treuen Fans. An all die jungen Jäger, die von dran wie Kämpfer von morgen zu werden. Möge der Mut unserer derzeit besten Kämpfer eure Zukunftsräume befügeln. Ja! Yay! Reden wir nicht lange rum. Kommen wir zum ersten Runde. Möge der Kampf beginnen. Sie haben nach ihm gerufen und er hat den Ruf gehört. Der einsame Roboterreiter, der einzig wahre Red. Oh mein, ganz schön aufregend. Jetzt gebe ich richtig Gas. Seht zu, wie ich mir den See hole. Mach ich. Zeig uns was Krasses. Das Mäuse? Red Jäger, Krieger. Wir werden nur mit diesem Monster aller Monster fertig werden. Erste Runde. Fertig, los. Kommt jetzt die Bedingung, die sie mir jetzt stellt? Weg mit euch. Diese Dummköpfe. Du hast die Entscheidung gebracht. Der Sieger der ersten Runde ist Red, der einsame Roboter. Wie konnte man gegen solche Viecher verlieren denn? Den ersten Sieg habe ich dir in der Tasche. Fantastisch, Red. Du bist so cool. Ich hoffe, das sind nur zwei Runden. Was kommt jetzt von ihr? Glückwunsch, du bist mein Held, Red. Bei dir sieht alles so einfach aus. Habe ich doch gesagt, oder? Wegen sowas bricht mir kein Schweiß aus. Stimmt, du hast recht behalten. Ja, die zweite Runde, komm her. Ja, das hatten wir schon mal. Oh, ist es schon soweit? Dein nächster Gegner sieht ziemlich stark aus. Meinst du, du wirst siegen? Ja, stärker, desto besser. Keine Sorge, ich werde es gewinnen, wie immer. Ich wusste es, das habe ich auch gerade gedacht. Zwei Leute, ein Gedanke. Pass gut auf, ich werde innerhalb von 3 Minuten gewinnen. Nur für dich. Wirklich, das Versprechen gilt. Aber du musst das auch halten. Kein Problem. Dieser Schwachkopf, jetzt hat er echt dir das versprochen. Ach, egal. Okay. Okay. Okay, anpassen mal kurz. Kurz mal anschauen. Ich habe 8. Okay, kann ich noch eins mitmachen. Weg damit und weg damit. Angriff. Abwehr. So. Hydraulik. Kann ich noch drehen oder nicht? Ah, so, wusste ich doch. Ob ich bessere Chancen habe gegen diesen Pixel? Ich brauche mehr Geld. Warte, ich verkaufe das jetzt mal. Vielleicht kriege ich dann 600. Verkaufen. Kaufen. Beweglichkeit. Ihr seid einfach mal live dabei, wie ich das jetzt mache. Ist ja nicht so schlimm. So, damit haben wir das auch geklärt. Jetzt bin ich viel, viel stärker als davor. Weil ich muss jetzt in 3 Minuten ja gewinnen. Weil dieser Schwachkopf von Hund irgendwie gesagt, ja, ich mache jetzt anscheinend 3 Minuten, ja. Vergiss nicht, dein Versprechen? Natürlich nicht. Ich hoffe es wirklich. Okay, nach dem ersten Rundensieg ist Red auf den Höheflug. Welches Spektakel wird er uns nun bieten?
Die zweite Runde, es geht los. Wie ist immer diese gleiche Einführung? Der grelle rote Hoffnungsblitz, der den Nachwuchs wieder auf den richtigen Weg führt. Der einzig wahre, der einsame Roboter hat Red. Oh Red, du wirst auch noch innerhalb von 3 Minuten gewinnen, oder? Na klar, ihr könnt gerne die Zeit stoppen, wenn ihr wollt. Oh, das ist mal was Besonderes. Red hat eine selbst auferlegte Regel verkündet. Red, ja, Red, wir hatten nichts anderes erwartet. Hä? Okay, dann steht fest, falls Red länger als 3 Minuten braucht, hat er den Kampf verloren. Wie jetzt? Sie haben daraus eine unumstößliche Regel gemacht? Es ist mal wieder über Ziel hinausgeschossen. Das macht er ständig. Kein Problem, dann muss ich eben innerhalb von 3 Minuten gewinnen. Das sind 3 Gegner, schaffe ich. Kann er innerhalb von 3 Minuten gewinnen? Es gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Zweite Runde. Fertig, los. Okay, komm. Und so. Verdammt, Mann. Weg damit, Mann. Fickt euch doch. Irgendwann muss doch einer von euch sterben. So. Geschafft. Das war's. Der Gewinner der zweiten Runde ist Red, der einsame Roboterreiter. Das war echt knapp. Wie war ich? Genau wie er sagte. So macht es ein echter Jäger. Ich hoffe, bei der dritten macht er nicht sowas Beschissenes wieder. Ich hätte nie gedacht, dass sie wirklich eine Zeitlimit ins Regelwerk aufnehmen würden. Aber das Publikum war begeistert. Ich auch, Red. Wow. Hey, ich war ziemlich cool, oder? Jetzt beginnt die dritte Runde. Ja, das Finale beginnt. Ja. Red, mein Held, welches Regel wirst du dieses Mal selbst auferlegen? Was denn? Ich soll das nochmal machen? Ausgezeichnete Idee. Das Publikum erwartet das von dir. Na gut, dann werde ich diesmal meinen Gegner innerhalb von 1 Minute besiegen. Cool, du bist so cool. Ich werde erst einmal größer. Ja. Hey, der Kleine ist so leicht zu ködern, dass wir die Menge von Hocker reißen. Okay, dann machen wir es so. Also nichts oder nichts. Alles oder nichts. Innerhalb von 1 Minute. Das Finale. Ich werde so laut aufhören, wie ich den noch kann. Danke, pass gut auf, damit du viel lernst. Hey, mach ich. Warte, was ist ein Gegner? Oh Scheiße, um nur zum Höhepunkt. Das finallose Spektakel ist dank unseres Fans. Ich weiß, sie alle brennen darauf, nachdem er sein eigenes Zeitlimit geschlagen hat. Oh nein, ob ich das schaffe? Mit links greift er nach dem Sieg. Mit rechts hält er den Ruhm hoch. Der einzig wahre, der einsame Reiter, Roboterreiter Red. Hiermit verkünde ich werde diesen Kampf innerhalb von 1 Minute beenden. Meine Damen und Herren, Red hat soeben eine weitere selbst auferlegte Regel verkündet. Falls du länger als 1 Minute brauchst, verlierst du die Runde. Bist du dir sicher, Red? Das will ich auch gerne wissen, Red. Bist du dir sicher? Ist dir klar, was du bedeutet? Ich stehe zu meinem Wort. Wenn ich sage, ich mache es, dann mache ich es auch. Ja, yeah, der Kerl hat es verrückt. Oh Mann. Doch, Red, du bist mein Held. Okay. Das Finale wird kein Spaziergang. Kann er wirklich in 1 Minute schaffen? Oh nein. Das Finale. Fertig, los. Okay, komm. Hm.
geht irgendwie extrem langsam. Ich weiß nicht wieso. Ey, das schaffe ich doch noch. Ey, das schaffe ich. Ja, geschafft. Du mit deinen behinderten Regeln, schwör auf alles. Ach Mann. Das war's. Sieg im Finale, dank der großartigen Unterstützung von Ihnen und den Fans. Der einsame Roboter seinen Namen lauter tritt. Genau, da bin ich. Fantastisch, Red, du bist der Beste. Cool, Red, total cool. Zugabe, Zugabe. Nix Zugabe, nee. Gib mir das Geld, dann verpiss ich mich. Du bist unberechenbar, gut gemacht, Red. Du bist wirklich einmalig. Naja, jemand wie ich macht sowas mit links. Hier ist die Belohnung für deinen Kampf. Gib nicht alles auf einmal aus. Hey. Danke. Ach ja, bevor ich es vergesse. Toffee möchte dich kurz sprechen. Bis später. Red, ich muss dir was erzählen. Was ganz Wichtiges. Red. Hey, Schokolade, hast du mich beim Kampf gesehen? Sei ruhig, du musst vorsichtiger sein, wenn du verlierst. Kriegen wir keinen einzigen Ring? Ja, aber ich habe doch gewonnen. Kein Grund, sich so aufzuringen, okay? Red. Wer ist dieses Mädchen? Entschuldige bitte, das ist meine kleine Schwester, Schokolade. Seine kleine Schwester, aha, und er lässt zu, dass sie so mit ihm umspringt. Sie schaut mir auf die Finger und sie ist ziemlich streng, nebenbei bemerkt. Aber nur, weil du sonst nicht kapierst. Ach, hier, ich hätte mir Red ganz anders vorgestellt. Hm, was ist los? Ach ja, nichts, gar nichts. Übrigens, kürze ich dir dein Taschengeld, Red. Vorerst bekommst du nur 10 Ringe. Hey, Moment mal, Einspruch. 15 Ringe müssen mindestens drin sein. Nichts da, das ist die Strafe für den ganzen Mist, den du gebaut hast, klar? Red, oh je, was für ein Weichei. Und, hast du heute viel gelernt? Ja, total viel, und zwar in jeglicher Hinsicht. Das freut mich also, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Leb wohl, Red. Leb wohl, meine Träume. sie ist enttäuscht. Was soll man machen? Nicht jeder kann ein Held sein. Das ist gerade der 8. Part, oder? Ja. Nächstes hier. Spinon. Gehe, ja. Das ist ein leichter bisher. Es müssen leichte sein. Schon jemanden pfeifen. Okay, du sagst mir sowieso nichts, kluge Frau. Und du? Hier sind die Quests, die du jetzt annehmen kannst. Kanalpots. In der Kanäle sammelt sich die Müll und verunreinigt die Kanalwasser. Versuchen die Mandel. Ja. Ich soll zum Wächter. Du kannst die Schleuse mit deiner Gondola rächen. Ich weiß, wo das ist. Also dann viel Glück. Direkt der Team. Warte, bin ich auf mich eingestellt dann an der Gondel? Achso, nein, ich muss nur die Schleuse öffnen. Bist du hier, um die Kanäle zu reinigen? Genau, wie macht man das denn? Ach so, richtig, also erstens musst du die Kanalisation gehen. Die hat eine Reinigung am dringendsten nötig. Der Müll liegt dort sogar unter Wasser. Geht erstmal dorthin, ich werde dir alles ausführlich erkennen, sobald du dort... Ja... Okay... Ich bin jetzt in der Kanalisation. Also, was muss ich tun? Siehst du in der Nähe einen Abfalleimer? Ja, direkt vor mir. Den siehst du sicherlich auch den ganzen Müll. Dann siehst du sicherlich auch den ganzen Müll, oder? Wirf alles in den Abfalleimer. Du kannst den Abfalleimer auch mitnehmen. Bitte, mache die ganze Kanalisation sauber. Okay, dann muss ich erstmal das abschalten. Okay.
So geht's auch schneller. Ich sehe da eine Truhe. Und die Fische starben. Oha, hier ist noch viel mehr. Kein Wunder, dass das Wasser so dreckig ist. Das Wasser war schon davor so richtig dreckig, aber egal. Zu viel Müll. Aber wie kommt das ganze Müll da rein? Guck mal, wie die sind richtig viereckig. Warte, soll ich alles sauber machen? Dann muss ich auch da rein, oder was? Okay, das haben wir dann auch. Auf? Nein. So. Eins, zwei, drei, vier. Da fehlt mir noch ein Kristallton, kann ich noch eins öffnen. Und damit habe ich alles.